Ja, einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren hier aus Kanada, aus Cape Breton. Mein Name ist Andreas Popp und wir sind in einer ganz besonderen Situation hier auf der Edelmetallmesse. Wir haben nämlich keinen Moderator, sondern müssen uns hier alleine durchwursteln im Rahmen eines Durchwurstelpragmatismus. Das kommt der Politik relativ gleich, aber ich hoffe, dass der Inhalt hier ein bisschen intensiver wird. Ich freue mich auf ein Gespräch mit meinem lieben guten Freund Dr. Eike Hammer, der Chef des Mittelstandsinstituts in Niedersachsen und der Herausgeber des Fachbriefes Wirtschaft aktuell, heißt es richtig? Ja, das ist korrekt, Andreas. Wirtschaft aktuell. Vielen Dank. Wunderbar. Herzlich willkommen, lieber Eike. Ja, wir haben jetzt ein paar Minuten hier miteinander und unterhalten uns. Du hast das Wort. Ja, lieber Andreas, also ich bin auch ganz froh, dass ich mal endlich wieder mit dir eine solche Diskussion starten kann, weil du ja einer der eigentlich renommiertesten und langjährigsten Ansprecher oder derjenigen bist, die das am längsten und weitesten angesprochen haben, die Themen, die wir heute haben. Wir beide wurden ja so ein bisschen anfänglich kritisch beäugt, nach was reden die denn da so, was sind denn das da für Themen? Und insbesondere bei dir ist es ja so, dass du in der Wissensmanufaktur, die ja, glaube ich, mittlerweile eine der größten Bibliotheken überhaupt hat, was diese Themen Finanzen, gesellschaftliche Fragestellungen ganz um dieses Thema herum angeht und du die meisten Forschungen da mitgemacht hast, dass die Leute heute eigentlich so ein bisschen peinlich berührt kommen und uns eigentlich fragen, ja, wie geht's denn nun weiter? Und wie empfindest du das denn, wenn jetzt Leute, die dich früher vielleicht noch, sagen wir, ein bisschen kritisch, nicht beäugt, aber vielleicht Widersprüche hier und da gegeben haben, wie könnte man denn sowas sagen, dass das Finanzsystem nicht bis auf Ewigkeiten solide sei und so etwas, das ginge doch nicht. Wie sprechen die dich jetzt denn an, wenn sie heute zugeben müssen, das war ja alles völlig richtig, was du denen damals schon gesagt hast? Naja, also ich meine, ich bin gar nicht so darauf aus, meine Eitelkeit zu stimulieren, dass man sagt, oh, jetzt hat er doch recht gehabt. Denn die Sache war logisch abgeleitet. Damals schon in den 80er Jahren habe ich mich beschäftigt mit dem Club of Rome und den Grenzen des Wachstums. Und dann kommt man automatisch in die Thematik der Geldmengenpolitik rein. Und dann weiß man auch, wie die Umverteilungsmechanismen laufen. Und dann erkennt man auch, warum es eben halt dieses gigantische Reichtumsproblem gibt. Das ist ja genauso groß wie das Armutsproblem. Das ist nur die andere Seite der Medaille. Wir reden immer nur von der Massenarmut und nicht von der Ultraverreichung einiger weniger. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Reichtum permanent systemisch subventioniert wird. Und wer das damals erklärt hatte, damals in den 80er, 90er Jahren, der wurde gar nicht mal angegriffen, der wurde schlicht und ergreifend mit Kopfschütteln bestraft, nach dem Motto, aus welchem Urwald haben sie den denn jetzt mit dem Nuckel gelockt, dass er so einen Unsinn erzählt. Und das war die Situation. Eike, du kennst das ja genauso, du gehörst ja nun schon genauso lange mit dazu. Dein Vater hat er ja nun auch schon, ihr habt gemeinsame größere Aufsätze geschrieben, die ja nun wirklich auch in die Geschichte eingegangen sind. Und man kann das ja eins zu eins dann irgendwann auch abgeleitet heute sehen und sagen, okay, das, was die damals gesagt haben, ist so eingetreten. Das liegt eigentlich gar nicht daran, denke ich mal, dass wir so wahnsinnig intelligent sind, sondern dass wir einfach nur uns von dieser Indoktrinierung befreit hatten oder gehalten haben immer und haben selbstständig gedacht. Denn die Dinge sind relativ logisch mit einem normalen Schulabschluss durchaus verständlich und erklärbar. Nun, dazu gehört es natürlich aber auch, dass man das so in klaren, einfachen Worten darstellen kann, wie du das immer machst, zum einen und zum anderen, dass du genauso wie ich eben auch unabhängig sind. Das heißt, dass wir nicht jemanden haben, der sagt, du, sieh das Thema mal bitte etwas anders. Das wird also sehr positiv für deine Zusatzeinnahmen, die von hier und da irgendwo kommen oder für deinen Job bei der Zeitung oder so etwas gesehen, wenn du doch dich in den Ansichten ein wenig mehr anpasst als das, was vielleicht nicht genau richtig ist, aber was die Mehrheit so gerne hören möchte. Und das haben wir eben nicht. Wir sind unabhängig. Wir sind völlig frei von diesen Meinungszwängen. Und insofern ist das natürlich immer etwas unbequem, wenn da Wahrheiten angesprochen werden, die ja, dem einen oder anderen natürlich das Geschäft versauen. Und insofern würde ich da mit diesem Bereich eigentlich schon direkt einmal überleiten, das Geschäft versauen. Nämlich, wir können ja heute so ein bisschen beobachten, dass wir in einer Zeitenwende stehen. Und ja, zwar, was das Finanzsystem angeht.
Wir hatten also die ganzen Nachkriegsjahre, die geprägt waren von, es geht immer weiter so, alles schick. Der Geldwert ist stabil, die Bundesbank ist der Fels in der Brandung. Nicht? Da gibt es also überhaupt nichts dran zu rütteln, unabhängig und wie und was nicht das alles. Spätestens mit dem Rücktritt von Jens Weidmann ist ja nun etwas offensichtlich geworden, was du ja eben schon seit Jahren angesprochen hast, nämlich, dass eine Geldmengenvermehrung, so ohne dass die Realwirtschaft eben mitwächst, nicht ohne weiteres machbar ist, sondern dass das gewisse Konsequenzen hat. Wiederhol die doch noch mal kurz, obwohl das vielleicht schon von dir öfter gesagt worden ist, aber ich glaube, das ist gerade jetzt in der Situation von ganz zentraler Bedeutung, dass den Menschen das noch mal klar wird. Wir müssen dabei immer sehen, dass wir als Grundlage für die Wirtschaft ja ein Datum annehmen. Das nennt man dann Bruttoinlandsprodukt oder eben halt das Nationaleinkommen. Das sind eben halt die Größenordnung. Das heißt, es geht bei der Wirtschaft in erster Linie gar nicht darum, Bedürfnisse zu befriedigen, sondern bestimmte Zahlen zu erreichen. Das ist erstmal das Hauptproblem. Und das ergibt sich aus einer bestimmten Anzahl von Waren und Dienstleistungen. Das hat eine Größe X. Und dieser Waren- und Dienstleistungsgröße steht dann ein gesetzliches Zahlungsmittel gegenüber, woraus sich dann der Preis ableiten lässt. Und wenn natürlich mehr Geld im Umlauf ist, dann prügelt sich zu viel nachfrageintensives Geld um zu wenig Waren. Und gerade das haben wir im Moment. Und dann steigen natürlich die Waren im Preis. Und jetzt haben wir natürlich ein ganz besonderes Problem, dass die Geldmenge überproportional steigt, nämlich durch die Krisen, die wir ja alle erwartet hatten. Wir wussten nur nicht, wie sie aussieht, aber dass sie kommt, war eigentlich klar. Man hat sich da jetzt für eine Mikrobe entschieden. Man hätte auch was anderes nehmen können. Aber wie dem auch sei, dadurch wird die Geldmenge jetzt eben nach oben gepumpt, um im Verhältnis den Mittelstand vermeintlich zu retten, der ja die Garanten unserer Wirtschaftsordnung waren. Das waren ja nie die großen Konzerne, es war immer der Mittelstand. So, und jetzt wird die Geldmenge aufgebläht und die Waren und Dienstleistungen werden aber nicht entsprechend mitwachsen, allein schon durch den Zusammenbruch der Lieferketten. Das ist ja das andere Problem im Rahmen dieser des hybriden Vorganges, möchte ich es mal ganz vorsichtig ausdrücken. Und das führt natürlich dann irgendwann zu Preisexplosionen. Momentan ist die Preisexplosion deshalb noch nicht so hoch gegangen, weil die Geldumlaufgeschwindigkeit noch nicht angesprungen ist, sondern die Geldumlaufgeschwindigkeit zurzeit noch rückläufig ist. Weil viele Leute sagen, wenn man Probleme hat mit der Wirtschaft und mit der allgemeinen politischen Lage, dann weiß man nie so genau, wie entwickelt sich etwas. Und dann halten die Leute ihr Geld erst einmal zurück, solange das Vertrauen in das Geldsystem noch halbwegs vorhanden ist. Und im Moment ist es noch halbwegs vorhanden. Und dadurch geht die Geldumlaufgeschwindigkeit zurück. Und das ist ja ein Hauptproblem, was viele Menschen nicht verstehen. Was ist eine Geldumlaufgeschwindigkeit? Also wenn ich einem Kellner 1 Euro Trinkgeld gebe und er nimmt es anschließend und gibt es dann in einem Kiosk für einen Kaffee aus und der Kioskbesitzer zahlt es abends für ein Kinoticket, zumindest fließt das Geld damit irgendwo rein. Früher konnte man ja noch ins Kino gehen. Dann wäre dieser 1 Euro hätte dann eine Kaufkraft von 3 Euro gehabt. Das heißt, die Geldmenge wäre 3-mal so hoch. Es ist also eine ganz wichtige Frage auch ist, wie lange bleibt im Durchschnitt ein 10- oder 20-Euro-Schein im Portemonnaie, bevor er ausgegeben wird? Und halbiert sich die Haltezeit, verdoppelt sich damit auch die Geldmenge. Es ist nicht nur eine Frage der absoluten Geldmenge, sondern auch der entsprechenden Umlaufgeschwindigkeit, die dahinter steht. Und wenn jetzt irgendwann das Vertrauen in das Problem jetzt deutlich wird, in die Geldmenge, die einfach mehr aus dem Nichts heraus produziert wird, nämlich durch Schulden. Wir kennen ja den Prozess des Ex Nihilo Geldschöpfungsprozesses, dann führt das natürlich irgendwann zur Unsicherheit und dann könnte plötzlich eine Phase entstehen, die innerhalb von wenigen Tagen, Stunden, Minuten eine Hyperinflation auslösen könnte, weil alle sagen, weg vom Geld, ich muss es sofort ausgeben und dann würde die Geldumlaufgeschwindigkeit sich vervielfachen und damit auch die Geldmenge und dann wäre das System relativ kritisch und dann würde sich irgendwann keiner mehr danach bücken, wenn Tausende von Euros irgendwo als Papier auf der Straße liegen. Das bedeutet ja im Grunde, dass wir uns in einer Situation wiedererkennen, wie wir sie ja 1923 schon einmal so in fast ähnlicher Weise hatten. Nur damals war eben die Rheinlandbesetzung und damit der Angebotszusammenbruch dadurch durch den Generalstreik, den die Brüningsche Regierung eben ausgerufen hat, verantwortlich dafür, dass die Warenmenge zurückgegangen ist, die Leute also nichts kaufen konnten, die Leute aber immer mehr Geld aufs Konto eingezahlt bekommen haben, weil die Brüningsche Regierung
zur Bezahlung der Reparationen eben die Druckerpressen angeschmissen hatte und damit immer mehr Geld in den Kreislauf kam und das Angebot eben weg war. Und damit hast du im Grunde schon einen ganz zentralen Punkt angesprochen, der uns im Mittelstand immer umtreibt, nämlich die Preissteigerung. Warum können wir da immer so schlecht mit umgehen? Von Preissteigerungen verliert ja nicht jeder, sondern die Staaten und auch die internationalen Konzerne haben mit Preissteigerungen eigentlich keine Probleme oder sind sogar die Gewinner dieser Thematik, weil die Staaten logischerweise ihre Schulden erleichtert bekommen, beziehungsweise nominell, was du schon sagtest, mit dem Datum, dass das Bruttosozialprodukt nominell steigt und damit eben auch die Steuern und die Abgaben eben steigen, weil sie Abgaben vom Umsatz sind und nicht von Gewinnen oder so etwas. Und bei den Konzernen haben wir eben häufig vermachtete Strukturen, das heißt, dass hier Monopolpreise generiert werden können, wo die Leute gar nicht wählen können, ob sie dran vorbeigehen oder nicht. Wer eben ein Tesla braucht oder wer ein Elektroauto haben möchte, der muss eben ein Tesla nehmen, oder wer eben Öl haben will, der muss eben bei den Ölkonzernen kaufen. Es bleibt ihnen eigentlich überhaupt nichts anderes übrig. Nur der Mittelstand ist eben im starken Wettbewerb. Er kann seine Preise nicht anheben, sondern er kommt, wenn der Kostendruck von den Rohstoffen auf ihn drückt, das heißt, dass das Plastik oder was auch immer er einkaufen muss, immer teurer wird, kann er aber trotzdem seine Verkaufspreise nicht anpassen. Nur in ganz speziellen Fällen kann er das meistens nicht. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit, auch in den 20er Jahren, eben eine so dramatische Verarmung des Mittelstandes gesehen. Und wen es natürlich ganz besonders trifft, das sind all diejenigen Leute, die überhaupt ihr Einkommen nicht anpassen können, sondern die von einem Lohn oder von Transferleistungen leben müssen, die halt sozusagen die Almosen um mehr Almosen bitten müssen. Und das ist natürlich die schwierigste Sache. Das heißt, der Mittelstand und die ärmeren Schichten sind eigentlich die Leidtragenden jeder Inflation. Und damit haben wir hier ein zentrales Mittelstandsthema, weswegen ja dann auch wegen dieser sozialen Probleme, die darauf entstanden sind für die großen Massen, die Bundesbank eigentlich dazu verpflichtet worden ist, neutral zu sein. Und das, was die Brüningsche Regierung gemacht hat, dass das eben nicht wieder vorkommt. Nun erinnert mich das jetzt mit dem Rücktritt von Jens Weidmann, der die Fahne gestrichen hat vor den, sagen wir mal, doch an einer höheren Verschuldung und einer höheren Gelddruckkapazität, die die Südeuropäer, insbesondere Italiener, Spanier und Franzosen gerne haben, dass der die Fahne davor gestreift hat und gesagt hat, ich setze mich da nicht mehr durch, die eigene Regierung hält nicht zu mir und da bleibt mir eigentlich nur der Rücktritt. Ich erinnere da immer so ein bisschen an die Grafik, die du immer früher mal an die Wand geworfen hast, die aussieht wie ein Sägeblatt. Mhm. Das Ganze geht eben in eine Richtung, aber erklär du doch mal so ein bisschen, wie das System dann mit den Finanzen funktioniert. Naja, wir hatten ja eigentlich immer wieder dasselbe System. Wir hatten 1914, als dann der Erste Weltkrieg begann, aufgrund von verschiedenen Faktoren. Ich bin ja froh über deinen historischen Exkurs. Jetzt könnten wir über 14 auch nochmal eingehen, was davor gewesen ist. Von der Berlin-Bagdad-Eisenbahn eben halt über gerade die ökonomischen Daten im sogenannten Alten Kaiserreich nach 1871, wo Deutschland, Österreich ja ein extremes Erfolgsmodell gefahren sind und aber sich dann eben halt geweigert haben, mit den bisherigen Global Playern, die es ja damals auch schon gab, eben halt gemeinsame Sache zu machen. Und aus diesem Grunde natürlich es auch irgendwann dann zu intraspezifischen Aggressionen kam, die dann in einem Krieg endeten 1914. Und da muss man natürlich dann letztendlich auch, ich sage mal, das Geld crashen lassen, weil man Geld braucht, um den Krieg zu finanzieren. Und das bedeutet natürlich Gelddrucken auf Kosten auch immer der Menschen natürlich. Und das war eben halt zu der Zeit zu Beginn natürlich schon 1914 durch den Wegfall der Golddeckung damals. Und dann hatten wir dasselbe eben halt 23, 24, was du gerade ganz sauber sagtest, wo die Menschen dann irgendwann für 4,2 Billionen Dollar für 4,2 Billionen Reichsmark, sorry, einen US-Dollar bekamen. Und dann hatten wir das Ganze eben halt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wiederum dann einmal ein solcher Crash war. Das heißt, eine neue Währung, die Leute alles verloren haben.
haben. Und dann natürlich auch nicht zu vergessen, die Umwandlung in den Euro Anfang der Jahrtausendwende. Auch das war natürlich in gewisser Form eine gewisse Währungsreform, wo viel Geld verloren wurde. Die Menschen haben das nicht wirklich verstanden, weil die Menschen sind Nominaldenker. Und sie glauben zum Beispiel, wenn ein Auto heute kostet 30.000 Euro, dann sagen viele, das sind ja 60.000 Mark. Und das sind es natürlich nicht. Das waren damals 25.000 Mark, weil mittlerweile ist dieser Euro-Wechselkurs zum Beispiel zur D-Mark damals natürlich ein ganz anderer als zum Zeitpunkt, als umgestellt wurde. Und aus diesem Grund, das ist den meisten Leuten gar nicht klar, dass sie rechnen immer noch in diesen alten Mustern. Und so hat man die Menschen nominal technisch auch abgerichtet. Aber man kann es ganz deutlich merken, wie natürlich immer wieder durch diese Faktoren der Geldmengenpolitik die Menschen in die Armut getrieben werden. Die Geldmenge steigt, die Löhne kommen natürlich nicht mit. Die Staaten entschulden sich über eine derzeit absurde Minusverzinsung. Das zeigt ja, dass wir uns momentan in einem Vorgang befinden, direkt vor dem Aufprall. Das muss man einfach mal so sehen. Und wir beschleunigen auch noch dabei. Auch spannend, an Bremsen denkt ja überhaupt keiner im Moment. Und dass dann natürlich auch der liebe, gute Jens Weidmann dann das Weite sucht, das liegt eigentlich schon auf der Hand. Ja, und genauso haben wir natürlich immer wieder in regelmäßigen Abständen dieses Sägeblatt, was du beschrieben hast, wo die Menschen über viele Jahre aufgebaut haben, ihr Vermögen, und plötzlich war es weg, WECH weg. Und das ist das Hauptproblem, was wir haben an der Stelle. Und deshalb ist es so wichtig, auch gerade jetzt, sich sehr darüber Gedanken zu machen, ob man zum Beispiel den Kapitalsammelbecken wie den normalen Banken überhaupt noch im Ansatz trauen kann. Nicht, dass die Menschen da falsch oder so sind. Das ist nicht die Frage, denn ich glaube, dass viele das auch gar nicht verstanden haben, wie das System intern funktioniert. Vielleicht ist es auch die Grundlage, die man braucht, um bei einer Bank zu arbeiten. Aber die Leute, die eben halt wirklich jetzt dabei sind, ihr Vermögen zu sichern und ich sage mal, sie lassen sich durch Banken beraten und die Masse lässt sich ja durch Banken beraten oder durch Banker und die Masse hat kein Geld. Also da gibt es ja auch einen Zusammenhang offensichtlich. Also muss man dann irgendwie sehen, dass man da auch neue Wege geht. Das bringt mich direkt auf die Idee, nicht nur, dass die Leute doch mal bei der Wissensmanufaktur reinschauen sollen und sich über das Thema Geld nochmal den ein oder anderen Aufsatz zu Gemüte führen soll, der da eigentlich sehr, sehr prägnant zusammengefasst und drin ist, sondern dass das genau der zentrale Punkt ist, den wir jetzt haben. Wir haben von Zeit und Zeit tatsächlich so eine Zäsur und in der Zäsur gibt es immer Verlierer und Gewinner. Ja. Wir Ökonomen haben ja eigentlich keine schlechten Zeiten. Es gibt nur Zeiten, auf die man sich falsch vorbereitet hat. So ist es. Und das ist wie ein brennendes Haus. Wenn ich weiß, dass morgen das Haus brennen soll, nicht, dann ist das natürlich an sich eine katastrophale Situation, aber die muss nicht für mich katastrophal sein. Ich kann ja alles das, was an Wert hat, kann ich vorher rausnehmen und eine hohe Versicherung abschließen. Nicht? Und dann kann ich diesen Brand eben noch so einigermaßen glimpflich dort überstehen. Also insofern ist es immer ein Standpunkt, wie man sich darauf eingestellt hat. Jetzt sagen allerdings natürlich Kritiker, tja, also dass der Euro 1 Billion Dollar oder so etwas wert werden könnte, das kann ja heute gar nicht mehr passieren. Warum? Sie behaupten, dass kein Währungsraum mehr gegen den anderen besonders aufwerten kann oder besonders abwerten kann, weil die Wirtschaft so verzahnt sei, dass natürlich jede Abwertung von der Gegenseite wieder mit noch mehr Abwertung beantwortet wird, sodass sich der Abwertungswettlauf der Währungen einstellt, denen die Leute behaupten, dass der die letzten 20 Jahre eben schon stattgefunden hat. Und dann eben mündet in einer Phase wie jetzt, wie du ja zutreffend sagtest, mit einem negativen Zins. Und wenn man jetzt berücksichtigt, dass die großen Zentralbanker der USA immer sagten, wir setzen nicht die Geldmenge fest, sondern wir setzen nur den Preis für Geld fest, also das, was Geld wert ist, und das ist eben der Zins, da muss man sich schon die Frage stellen, wenn der Zins negativ ist, was der Wert des Geldes sein soll. Genau so ist es. Und da kommen wir im Grunde jetzt dahin, könnte es nicht sein, dass die Lösung von dieser Gleichung, die die Leute nicht verstehen, ist, dass eben die großen Währungsräume gemeinschaftlich gegen alles das, was real, was sich Wert hat, also was ich anfassen kann oder was ich benutzen kann, dass das gegen alles eben abwertet und dass das heute kein spezifischer Fall nur von Deutschland oder nur von der USA mehr ist, sondern dass heute
eine galoppierende Inflation, so sie denn kommt oder so sie denn weitergeht, weltweit vonstatten geht. Und dass man sich eigentlich auch durch Währungsspielchen oder so etwas von der großen Inflation heute nicht mehr in Sicherheit bringen kann. Das heißt, das Geld irgendwo in der Schweiz zu parken oder in Norwegen oder was immer so Ideen waren von einigen Leuten, das ist möglicherweise nicht der optimale Weg, sondern ist es vielleicht dann sinnvoller, so harte Assets, wie das früher mal das Gold und das Silber war und heute ja auch scheinbar wieder ist, sowas zu nehmen? Oder wie bewertest du das? Ja, es bleibt ja momentan gar nichts anderes übrig. Ich bin froh darüber, dass du darüber gesprochen hast, auch was die Geldmenge und dieser Negativzins letztendlich aussagt über die Kaufkraft des Geldes, wie man sie einschätzt und vor allem auch für die Zukunft kalkuliert. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Im Prinzip kann man erkennen, dass das Geldsystem ausgedient hat. Es geht gar nicht um Geld. Geld ist die Munition, mit denen es passiert. Es geht um die Sachwerte, die umgeteilt werden. Deshalb legen ja auch die großen Anleger nicht in Geld an, sondern sie legen an in Ackerland und sie legen an eben halt in andere Sachwerte, vor allem auch in Produktivkapital, um die Bedürfnisse der Menschen noch zu befriedigen, die ja nun auch dann irgendwann mal weniger werden, zumindest aus der Kaufkraft her gesehen. Und wir haben einen gigantischen Umverteilungsprozess. Und das, was du sagtest, diese Verzahnung durch die Globalisierung und einer einheitlichen Währung, die natürlich den unterschiedlichen Mentalitäten und Wirtschaftskräften der einzelnen Regionen niemals gerecht werden können und dadurch natürlich keine ordentliche Geldpolitik überhaupt stattfinden kann. Und das führt zu diesen gigantischen Erhöhungen der Geldmenge. Wenn wir uns angucken, dass im Jahre 1959, das habe ich im Kopf, da war die Geldmenge ungefähr 250 Milliarden US-Dollar. Die gesamte Weltgeldmenge in US-Dollar ausgedrückt waren 250 Milliarden. Alles Geld auf der Welt in US-Dollar. Ja, und wenn wir uns heute sehen, dass alleine in Europa pro Jahr 1,3 Billionen knapp dazukommen, dazu nur in den Europaraum, dann merkt man, dass hier etwas auseinandergelaufen ist. Und vielleicht nochmal für die Zuhörer, eine Million, eine Milliarde, eine Billion. Die meisten haben keine Vorstellung, weil es einfach nur viel ist. Und ich habe das mal umgerechnet, eine Million in Sekunden entspricht ungefähr 12 Tage. Eine Milliarde in Sekunden entspricht ungefähr 30 Jahre. Und eine Billion Sekunden natürlich 1000 mal 30 Jahre, das sind 30.000 Jahre. Also vor einer Billion Sekunden wandelte der Neandertaler auf dieser Welt, um noch mal eine Größenordnung sich vorzustellen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass jedes Jahr über eine Billion neues Geld alleine nur in Europa dazukommt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was hier gerade läuft. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, dass wir uns auf die physische Ökonomie, das heißt auf die Bedürfnisbefriedigung und so weiter, Produktivfaktoren konzentrieren. Und dabei spielt auch eine ganz große Rolle die Weltpolitik, die Deindustrialisierung Deutschlands, die Werkbank China und Indien, die jetzt emporkommen und die alten, ich sage mal, spekulativen Staaten, USA und Europa waren die spekulativen Staaten zu einem Großteil. Und die produktiven Staaten hatten wir in Fernost. Und dass wir jetzt genau einen Umkehr haben und die Waage jetzt in die andere Richtung jetzt reingeht und gerade der ferne Osten jetzt anfängt, mehr oder weniger alles neu zu orientieren und neu aufzubauen. Und das ist eigentlich das Spannende, was wir zurzeit haben. Also das Geldsystem, um auf die Frage nochmal zu kommen, ist natürlich damit mehr oder weniger ausgedient. Man kann da noch eine gewisse Zeit mit überbrücken. Man versucht natürlich über einen digitalen Euro, die meisten haben gar keine Vorstellung, was das bedeutet, weil sie glauben, das ist wie mit Checkkarte bezahlen, weil sie es ja jetzt schon auch machen und glauben eigentlich nichts anderes, es ist nur eben halt noch, heißt jetzt anders. Nein, nein, das ist was ganz anderes, weil dann jeder dann eben halt auch der maximalen Kontrolle unterliegt. Das ist die billigste Form, natürlich auch die Menschen zu steuern. Und aus diesem Grunde finde ich es wichtig, dass man relativ zeitnah in dieser Krisenphase, wo das Haus bereits an allen vier Ecken brennt, das brennt ja schon an allen vier Ecken. Es fängt nicht an, ist nicht bedroht, brennt schon. So, und jetzt geht es darum, wie geht man da jetzt konkret vor? Und das bedeutet raus aus dem Geld und rein in die Sachwerte und da natürlich auch sehr überlegt und kontrolliert, dass man da auch in die richtigen Regionen dann auch investiert. Ja, könnte diese Zäsur denn nicht eigentlich auch die Chance sein für mehr Gerechtigkeit? Denn wenn du das sagst, dass wir 1950 258 Milliarden Dollar weltweit haben, die heute irgendwo im Quartal in Europa dazukommen, das heißt eigentlich keine Rolle mehr spielen, bedeutet das ja auch,
dass die reellen Dinge, wie eigentlich auch die Arbeit, auch das Wissen, was man hat, auch die körperlichen Fähigkeiten, die man hat, relativ ja aufgewertet werden. Das heißt, wenn man früher da sagte, jemand, der eine Million geerbt hat, der braucht im Leben nicht mehr zu arbeiten, dann ist das ja in diesem System jetzt vorbei. Das heißt, der kann sich vielleicht ein paar Tage noch ausruhen, aber es wird immer schwieriger und es wird eigentlich definitiv vorbei sein. Während diejenigen, die in sich selbst investieren, die also etwas können, die etwas dem Markt anbieten, was allen anderen auch einen Mehrwert gibt, für die ist das doch eigentlich dann die Jahrhundertchance, wieder auf Augenhöhe zu kommen mit denen, die vorher schon viel Geld hatten. So soll es sein, so würde ich es auch erstmal grundsätzlich sehen. Die Problematik ist, dass natürlich der einfache Mensch hinten runterfällt und das ist etwas, was mich dabei so ein bisschen menschlich stört an der Geschichte, weil nicht jeder hat die Voraussetzungen, beispielsweise über den Tellerrand zu gucken und große Zusammenhänge erfassen zu können, und das meine ich kein bisschen überheblich, im Gegenteil, sondern jeder muss eine Chance haben auf dieser Welt. Aber die Intelligenten leben nun einmal von den Dummen und die Dummen leben nun einmal von der Arbeit. Das ist das Prinzip, in dem wir leben. Das stimmt ganz eindeutig. Und, aber du demokratisierst das ja mit der Wissensmanufaktur auch, denn es gibt niemanden, der sich dort nicht informieren kann. Das ja, heißt, natürlich. Der Schlüssel, wie ich in dieser Zeit vorwärts komme, den gibt ja die Wissensmanufaktur auch. Ich meine, da kann sich ja nun wirklich jeder, und da kann mir keiner sagen, dass er sich das nicht leisten kann, denn einige Dinge sind frei, andere kosten einen ganz kleinen Obolus. Also das ist nun wirklich überhaupt nichts, wo nicht die Leute sich nicht informieren können und damit eben sogar noch bessere Chancen haben als andere, die das vielleicht aus Ignoranz oder sowas nicht möchten. Du hast völlig recht. Das ist aber auch nicht das, was ich meine. Die Problematik ist, dass die Menschen, viele Menschen durch die Indoktrinierungsanstalten oder auch Schulen und Universitäten nennt man es, glaube ich, dass wir eben halt weniger in der Forschung tätig sind als in der Lehre. Und die Lehre bedeutet, Lehre mit nicht mit EH, sondern mit EHEE in diesem Fall. Und da wird den Menschen in den Schulen und in den Universitäten ein Trichter hinten in die Fontanelle reingerammt und dann wird das Wissen oben reingeschüttet. Und dann muss das irgendwann wieder rauskommen bei dem Professor, sonst kriegt man keine gute Note. Und damit wird natürlich das kreative eigene Denken und auch das kritische Forschen in anderen Richtungen abgewöhnt. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen, weil du grundsätzlich absolut recht hast und da ist nicht nur die Wissensmanufaktur. Wir machen zum Beispiel auf unserem Programm Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell, Eva und ich, wir machen das ja gemeinsam, ein Programm, wo wir Montag, Mittwoch und Freitag ein Podcast machen, der heißt Stabil durch den Wandel, wo wir uns ganz speziell in diese Dinge auch wirklich auslassen und versuchen, die Zusammenhänge zu erklären, in welche Richtung das Ganze geht. Wir haben jetzt ein Problem mit der sogenannten vierten Revolution, die gar keine Revolution ist, denn es wird ja dargestellt, als wäre es die vierte, das heißt die vorherigen drei waren davor und das wäre jetzt einfach nur eine Nummerierung weiter, baut auf die anderen drei also auf und das ist eben nicht der Fall. Kurz zur Wiederholung, die ersten drei waren ja einmal die Erfindung des Webstuhls, der Dampfmaschine und eben halt der Lokomotiven, das war 1790, 100 Jahre später circa gab es dann eben halt die Massenproduktion, wo auch Ford mit reinkam mit den Fließbandproduktionen. Dann hatten wir 1970 dann die zusätzliche IT-Geschichte, dass die Leute Personalcomputer hatten und so weiter. Und heute spricht man von einer vierten Revolution, aber die hat offenbar zur Aufgabe, den Menschen zu ändern. Das heißt nicht mehr, dass der Computer den Menschen dient, sondern den Mensch, der den Computer dienen soll. Das heißt, hier ist so eine Art Cyborg-Vision, also eine Vermischung von Mensch und Maschine hinzubasteln. Und das ist eine Seelenlosigkeit. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Prozess. Wenn man den Menschen als geistiges Wesen, als seelenlos bezeichnet, der nicht mehr in der Lage ist, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, sondern das Ganze rein auf einem materialistischen Weltbild aufzubauen, der hat immer größere Schwierigkeiten, dem zu folgen. Und das ist eben halt auch die Situation, worüber wir uns ja auch ab und zu mal unterhalten, wenn wir telefonieren, die Situation beispielsweise in China zu sehen in Verbindung mit dem World Economic Forum. Das heißt, da
findet natürlich gerade der Versuch statt, die letzten natürlichen Mechanismen, die auch den Menschen dann dienen könnten, Vorteile herauszuziehen aus diesen Veränderungen, aus diesem Weltenwandel, kann man es mittlerweile, glaube ich, nennen, dass man die versucht natürlich zu unterbinden, indem eine kommunistische Partei mit Xi Jinping eben halt noch oben drüber steht und die natürlich viele Leute noch für sich arbeiten haben, bis ins World Economic Forum hinein. Nun, das ist natürlich verständlich, wenn man die unterschiedlichen Haltungen sowohl des monopolisierten Kapitalismus, also die Form der Oligarchen oder der internationalen Superreichen, wie man so schön sagt, nimmt, und den Kommunismus. Sie beide haben eins gemeinsam. Für sie beide ist der Mensch nur ein dispositiver Faktor, wie die Professoren eben das in der Lehre, ob mit EE oder EH, ist sei mal dahingestellt, beibringen. Ja, das ist auch überhaupt gar nicht unverständlich, dass die beiden den Menschen so als dispositiven Faktor begreifen und deswegen eben gut zusammenpassen und mit Inflation oder diesen ganzen Spielchen eben ihre Dinge Sache abziehen. Dagegen steht natürlich die Mittelstandsökonomie, die ja den Menschen als zentrale ökonomische Figur sieht, die also ihn mit seinen Eigenarten sieht, was eben sowohl die kommunistische Partei als auch die Monopolkapitalisten eben so nicht sehen, sondern sie investieren heute hier, spekulieren morgen mit der anderen Firma oder was auch immer. Ja. Welche Menschen dahinter stehen, spielen im Moment im Grunde gar keine Rolle. Aber ich glaube, dass wir auch hier eine große Zäsur im Moment haben. Und diese Zäsur hat auch damit zu tun, dass die herrschenden Strukturen um ihre Macht im Moment fürchten. Das ist unter den westlichen Oligarchen sehr stark zu sehen. Das ist aber auch schon bei der Kommunistischen Partei Chinas zu sehen, die ja auch einen sich sehr erstarkten Mittelstand gegenüber sehen. In China sind mehr Milliardäre heute schon als in Europa und USA zusammen, mehr Millionäre sowieso. Das heißt, wir haben hier eine wachsende und sich emanzipierende Bevölkerungsschicht, die sich zunehmend auch nicht mehr alles sagen lassen möchte. Und für die Machthaber ist es natürlich verständlich, dass sie versuchen, erst über Brachialmodelle die Macht zu behalten. Und das ist im Osten so wie im Westen ist das gleichermaßen. Und dazwischen, und jetzt kommen wir eigentlich zu einer völlig neuen Entwicklung, ist eben Eurasien, auf der etwas Neues entstehen soll, was die Chinesen gerne für sich, sagen wir mal, unter ihrer Führung haben wollen, nämlich die sogenannte Neue Seidenstraße. Die Neue Seidenstraße ist ja eigentlich nur ein eurasisches Modell. Ursprünglich war sie zwar bis China, weil China sozusagen der Ort war, an dem Technologie damals, Seide und was auch immer, vorhanden war, was man im Westen nicht kannte oder in der alten Welt nicht kannte, was gehandelt werden sollte. Heute ist es aber so, dass wir eine wachsende oder eine große Anzahl von Ländern haben, wie auch unbekannte Länder wie Kasachstan, Aserbaidschan und so weiter, aber auch eben Russland und die ganzen Staaten Europas, die eben erstarken, die zunehmend auch ein Wohlstandsniveau erreichen und eigentlich die einseitige Herrschaft sowohl der USA als auch der Chinas nicht mehr so akzeptieren. Und insofern haben wir meines Erachtens auch hier eine Zäsur, die ein Reset des Weltwährungssystems erfordert. Denn der Dollar als zwar globale Währung, aber dominiert eben aus dem lokalen USA, ist eben vorbei. Und eine neue Währungsarchitektur muss hin, die eben auch diesen neuen Wirtschaftsräumen irgendwo gefällt, beziehungsweise die das repräsentiert. Und hier kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, dass auch hier die Edelmetalle wieder eine völlig zentrale Rolle spielen. Und das ist vielleicht etwas, was die Zuschauer heute als sehr brisante Meldung mitnehmen dürfen. Ich bei hammerbrief.de, ich stelle ja im Grunde immer in Zukunft diese großen Veränderungen dar,
über die die Leute dann auf Jahre hinaus wissen, was ungefähr auf sie zukommt. Und hier können wir eben heute tatsächlich sagen, dass die neue Währungsarchitektur bereits auf Gold und Silber wieder basieren wird. Das ist bereits verabredet. Denn die Währungsarchitektur der neuen Seidenstraße ist wieder eine Währungsarchitektur, die auf Gold basiert, wie es der IWF ursprünglich mal gewesen ist und wie es jetzt eine neue Währungsarchitektur entlang des wichtigsten Wirtschaftsraums der Menschheit, des Globus, wieder sein wird. Also das sehe ich genauso, das kann ich genauso unterschreiben. Wir sehen das ja auch, dass gerade Russland ja enorme Mengen an Gold gekauft hat und ihre Lager im Prinzip massiv aufgestockt haben. Und diese Verbindung zwischen China und Russland, das ist ja für mich eine ganz gewaltige Beziehung. Und dazu jetzt auch neuerdings noch der Iran. Und eben halt, dass dadurch auch die Amerikaner, die US-Hegemonie natürlich jetzt mehr oder weniger in die Vergangenheit gerät. Das haben wir spätestens gesehen, als USA mehr oder weniger geflüchtet sind vor fahrradfahrenden Taliban, die da mit ihrem Turban angekachelt kamen. Also das ist ja schon teilweise wirklich schon gewaltig. Und wir sehen jetzt diese neue Verbindung, die wir haben, nämlich China und Russland, die ja nicht immer gut befreundet waren. Wir dürfen nicht vergessen, also im fernen Sibirien, da gibt es ja doch ein paar Zankäpfel an der chinesisch-russischen Grenze, weil die sehr stark durch die chinesische Ethne bewohnt wird, aber zu russischem Hoheitsgebiet letztendlich gehört. Und trotzdem haben sie sich zusammengebracht, was die Amerikaner offenbar überhaupt nicht auf dem Schirm haben, was das für Konsequenzen für sie bedeutet, könnte man glauben. Es sei denn, sie arbeiten hintenrum über bestimmte Strukturen natürlich auch damit zusammen. Das wäre dann das noch größere Bild, was man zerren kann. Und dazu natürlich jetzt auch der Iran, der natürlich jetzt mit in dieses Triumvirat reinkommt gewissermaßen und jetzt über Afghanistan, welches frei wird, in Zukunft dann auch noch ich muss hier mal was wegdrücken hier, dass also da auch im Prinzip dann die Rohstoffe wie Öl und Gas dann über Afghanistan, über den Hindukusch, da gibt es ja auch eine chinesische Grenze, chinesisch-afghanische Grenze, ich glaube nur 60 Kilometer breit, wie darüber nach Xinjiang beispielsweise dann die Rohstoffe rüber transportiert werden. Das heißt, es entwickelt sich hier eine gigantische Dimension. Und das, was du gerade völlig zu Recht sagtest, ist, dass diese neue Seidenstraße auf Schienen, das ist ja das Interessante, auf Schienen durch Kasachstan, also von China, Kasachstan. Und in Kasachstan ist interessant, weil dann die Spurbreite sich verändert, um ungefähr 1 Meter breiter wird. Und das heißt, die müssen umgespurt werden, weil sie durch Russland durch eine andere Größenordnung fahren, auf einer anderen Spurbreite und müssen dann im europäischen Raum nachher wieder zurückgespurt werden. Also das ist ja ein Riesenaufwand und trotzdem ist man bereit, diesen Aufwand zu machen, weil man sieht, dass über diese Schiene in Zukunft tatsächlich die Versorgung der Menschen weitaus schneller geht, gerade mit verderblichen Waren, die ja über Schiffe 4 bis 6 Wochen dauern und mit einem Zug eben halt nur 6 oder 7 Tage. Und das ist natürlich schon ein gigantischer Wettbewerbsvorteil. Und das ist das, was die Amerikaner offenbar gar nicht wirklich so erkannt haben oder eben halt doch und dann nichts dagegen getan haben. Das heißt, sie haben sich selbst ins Auskatapultiert und dieser Teil dieser Seidenstraße, verbunden mit dem südlich verlaufenden Teil durch Pakistan, Afghanistan und so weiter, bis Richtung Syrien. Syrien ist ein ganz wichtiger Faktor, in den ja auch Russland eingegriffen hat. Und wir hören ja jetzt in den Nachrichten, interessanterweise in den westlichen Nachrichten, nichts mehr über Syrien. Ist interessant eigentlich. Über Jahre waren das die ganz Bösen. Über Jahre gab es da eben halt den bösen Assad, der alle tot gemacht hat. Und das war alles ganz furchtbar. Und jetzt hören wir plötzlich nichts mehr, weil ja im Juni das große Treffen in Genf war, wo der amerikanische Präsident Biden oder der ihn repräsentiert, dort eben halt sich getroffen hat mit Herrn Putin und hat dort mehr oder weniger eine Kapitulation mehr oder weniger eingestanden gegenüber Syrien und jetzt Russland Syrien mehr oder weniger unter die Obhut genommen hat. Das finde ich schon eine sehr gewaltige Veränderung in der gesamten sachlichen, physischen Ökonomie. Und das wirkt sich natürlich jetzt auch aus, dass jetzt China eine Konkurrenz zum IWF aufgebaut hat und dann natürlich auch eine neue Währung folgen wird. Und da bin ich völlig bei dir, wenn man diese großen Zusammenhänge sieht, inklusive dem RCEP, also diesem chinesischen Freihandelsabkommen, wo beispielsweise auch Indonesien mit drin ist. Man muss mal sehen, man redet da so locker drüber als Westeuropäer Indonesien.
Indonesien hat fast so viele Bewohner wie die gesamte USA haben. Also das ist ja ein gigantisches Land. Aber dazu gehört auch Australien, dazu gehört auch Japan. Und China und Japan haben ja auch gewisse Problematiken mit diesem speziell der Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, mit Taiwan und so weiter. Also eine Gemengelage, die sehr komplex ist. In der Wissensmanufaktur haben wir uns da sehr mit auseinandergesetzt. Ich habe auch in den letzten Monaten einige Videos dazu mal gemacht, um mal die Zusammenhänge klar zu machen, wie China jetzt mehr oder weniger diese Eroberung der Welt vornimmt. Wer heute die ökonomischen Prozesse verstehen will, der muss eigentlich weniger Volkswirtschaft lernen, als sich mit Kriegstheorien auseinanderzusetzen, wo man Scheinfronten, Scheinangriffe macht und so weiter und dann letztendlich den eigentlichen Kampfplatz laufen hat auf einem Gebiet, wo gar keiner hinguckt. Und das ist das, was ja momentan in einer sehr spannenden Situation ist. Und deshalb ist es so wichtig für die Zuhörer jetzt auch, was kann man daraus machen? Ja, Edelmetalle sind mit Sicherheit ein hervorragendes Wertaufbewahrungsinstrument, um eben halt durch die Krise durchzukommen und dann im Nachhinein wieder neu durchzustarten. Denn wir glauben, wir können gegen diese Ultrareichen, das glauben viele, nichts machen, aber weil sie so viel Geld haben. Aber wir werden ja nicht mit Geld unterdrückt als Menschheit, sondern mit Fehlinformationen. Das Geld nützt natürlich, aber wenn diese Fehlinformationen sich irgendwann auflösen und die Leute plötzlich verstehen, wie die tatsächlichen Zusammenhänge sind, dann nützt ihnen das ganze Geld nichts mehr. Wir dürfen nicht vergessen, wenn einer eine Milliarde hat, du sprachst vorhin, wenn einer eine Million hat, dann braucht er sich keine Sorgen mehr machen. Wenn heute einer eine Milliarde hat und legt sie halbwegs vernünftig an, halbwegs, dann hat er einen Zinsertrag nach Steuern von ungefähr 130.000 Euro pro Tag. Und davon kann man leben, wenn man sich zusammenreißt. Und ich sage mal, das entspricht natürlich, wenn ich meinem Sohn beispielsweise zur Geburt eine Milliarde vererbe, dann hat er am Ende des Jahres, seines ersten Lebensjahres, da liegt er immer noch in den Windeln, hat er bereits 50 hervorragende Einfamilienhäuser in Deutschland mit Grundstück und allem drum und dran, inklusive Personal, mehr als am Tag seiner Geburt. Und bereits nach 10 Jahren hat er 500 Häuser mehr als am Tag seiner Geburt, aber die Milliarde ist immer noch da. Und das heißt also, dieser Mechanismus hat natürlich eine Dimension erreicht, weil wir heute nicht mehr das Standesgemäße kennen. Es gab schon immer Reichtum, Wohlstand und weniger Wohlstand. Und Wohlstand ist auch nichts, wofür man sich rechtfertigen sollte, wenn man es angemessen verwaltet im Interesse der Welt und weiß, was das bedeutet, wenn man das Glück hat, Wohlstand zu haben. Das bedeutet natürlich auch Verantwortung. Und deshalb gab es früher den Begriff des standesgemäßen Lebens. Und standesgemäß Leben war, da gab es den Fürsten, der hatte seine Burg, der hatte sein Schloss, der hatte sein Gefolge und seine Träger und so weiter. Alles überhaupt kein Problem. Aber dann war auch eben halt gut. Es durfte auch nicht über den Stand sein. Das ist wichtig. Und heute ist diese, ich sage mal, Richterskala nach oben eben offen. Und Reichtum ist in unendlichen Größenordnungen. Und das ist ja dann irgendwann eine Wirkung wie das schwarze Loch in der Astronomie, was alle Mehrwertschaffungen absaugt. Und die Menschen, die dann diesen Mehrwert erbringen durch ihre Arbeit. Das sind ganz normale Arbeiter, das sind Manager, das sind Unternehmer, es sind kleine mittelständische Unternehmer als Hauptakteure in dem ganzen Spiel. Das sind die Wertschaffenden. Und dann gibt es die Ultrareichen, die halten sich dann die Regierungen und das sind ja dann die Werteverteiler. Das heißt, die Werteverteiler, also beispielsweise die Politiker, die ganzen Beamten und so weiter, die verteilen ja den Mehrwert, den andere geschaffen haben. Und Mehrwertverteiler und Mehrwertschaffende, das muss erstmal wieder reinkommen in unser Bewusstsein. Wer ist eigentlich der Staatsherr und wer ist der Staatsdiener? Und der Staatsherr ist der Steuerzahler, der Leistung bringt und der Staatsdiener ist derjenige, der sich heute mit Bodyguards sichert vor dem Volk. Und daran erkennt man, wie verdreht mittlerweile die gesamte Weltlage ist. Und dann ist ja im Grunde der Zusammenbruch des Finanzwesens genau die Gleichmacherschiene oder das Gerechtigkeitsereignis, was das wieder, wie man so schön sagt, ins Lot bringt. Denn wenn die Milliarde eben nichts mehr wert ist, dafür aber die Arbeitsleistung, die tatsächlich mehr Wert schafft, entsprechend aufgewertet wird, das ist ja die logische Konsequenz davon, dass Geld nicht mehr so viel wert ist, dann kommt das ja im Grunde wieder ins Gleichgewicht. Und ich gebe dir vollkommen recht, wir haben jetzt über das Gold und das Silber den Schlüssel, wie man die Leistung, die man im Leben erbracht hat, über diese wilde Zeit konservieren kann. Denn Gold und Silber hat sich in der Zeit nicht entsprechend vermehrt. Und in der neuen Finanzarchitektur, ganz egal, wer sie dominieren wird, ist auf jeden Fall Gold und Silber die Achse, auf der das neue Finanzrad aufgebaut wird.
Und insofern hat tatsächlich jetzt jeder die Chance, mit relativ wenig Aufwand das, was er bis jetzt im Leben geleistet hat, auch über diese schwierige Zeit hinauszutragen und zu machen. Aber kommen wir noch einmal ganz kurz in diese neue Thematik der Seidenstraßenproblematik zurück. Und mir kommt das fast vor, als wäre Europa wie ein Kindergarten, dessen Türen noch geschlossen sind und wo sich der Zaun immer brüchiger wird. Und die Kinder freuen sich, wenn sie dort ausbrechen dürfen in Richtung Osten hin. Und die Aufsicht eben noch sagt, nein, nein, du darfst nicht und bleibt hier und geht da nicht raus. Ihr müsst erst noch hier verweilen. Und so kommt mir das im Grunde im Moment vor, dass die USA versuchen, alles dran zu setzen, um eine Annäherung auf dem eurasischen Kontinent zu verhindern, einen sogenannten neuen eisernen Gürtel, einen imaginären eisernen Gürtel durch Europa getrieben haben, von den baltischen Staaten über ihnen sehr gewogenen Polen, über den ihnen sehr gewogenen Rumänen bis hin an die Ukraine, die heute eben auch sehr stark von amerikanischen Truppen und Sicherheitskräften sozusagen inhaltlich begleitet wird oder sagen wir mal beraten wird, um das mal so zu sagen. Insofern eine Trennlinie. Und da war wie, und jetzt kommen wir auch wieder an den Anfang unseres Gesprächs zurück, wie eigentlich 1914 die Bagdadbahn ist heute eine Pipeline, die diese Blockademöglichkeit durchbricht, wie damals die Bagdadbahn, die die Blockademöglichkeit der britischen Marine durchbrochen hat, weil sie eben auf dem Landwege war, haben wir heute eine ähnliche Situation. Nur mit dem Unterschied, dass wir in den USA einen Präsidenten haben, der das Land schneller in den Abgrund wirtschaftet, als je ein anderer Präsident eigentlich weltweit das je geschafft hat. Und insofern könnte das auch fast der Garant dafür sein, dass wir diesmal ohne Krieg auskommen. Denn mit der Biden-Administration sind die USA eigentlich heute zu fast gar nichts mehr in der Lage, so scheint es zumindest. Ja, der Krieg läuft mit anderen Mitteln ab heute, das ist ganz klar. Und du hast völlig recht, was ich auch ganz wichtig finde, wie damals die Berlin-Bagdad-Bahn, wo natürlich die gesamten militärischen Strukturen nichts anfangen konnten, weil die alle auf Wasser und auf Luft angelegt sind, aber immer das Wasser brauchen. Ich meine, mit einem großen Kriegsschiff kommen die wirklich mal nicht sehr weit rein. Also mit dem Flugzeugträger können sie nicht mal in die Wolga reinfahren, das geht nicht. Und sie könnten damit also relativ wenig ausdrücken. Deshalb gibt es tatsächlich gerade dieser Ukraine-Konflikt, diese sogenannte Farbenrevolution, die ja US-amerikanisch stark geprägt war, was ja auch eigentlich logisch ist, weil das ist der eigentliche Wall, der natürlich nach Europa gehen würde mit den Schienen beispielsweise, mit dem Schienennetz von dort aus über die Ukraine bis in die Slowakei rein. Da ist übrigens die Ukraine hat übrigens auch die breiten Spuren, die breiten Eisenbahnspuren und die gehen bis in die Slowakei rein in eine Stadt. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Und man könnte von dort aus auch die Breitspuren, das sind dann noch 400 Kilometer, glaube ich, bis nach Wien ziehen und dann könnte man dort quasi auf der Breitspur nur einmal umgespurt in Kasachstan, könnte man die Waren dorthin bringen. Und das haben die natürlich dicht gemacht, ist es logisch. Weißrussland spielt ja genauso eine wichtige Rolle, weil man über Weißrussland natürlich auch transportieren könnte, dann über Polen. Deshalb gibt es auch immer wieder diese Weißrussland-Bashing-Situation. Also wir sehen, dass dieser Eingriff der westlichen Welt da schon sehr stark ist. Aber das ist ein Auslaufmodell aus meiner Sicht. Nochmal dieses entscheidende Treffen, was in Genf im Juni 2021 stattfand. Das ist so ganz untergegangen in den westlichen Medien. Thierry Messon, das ist ein ganz brillanter französischer Journalist, der sich mit diesen Infrastrukturen gerade der arabischen Welt, er ist selbst arabischer Herkunft, eben halt auseinandergesetzt hat. Und ich habe da ganz, ganz viele Recherchen und Forschungen gemacht, auch in seiner Sichtweise, weil er das Ganze natürlich auch aus der Perspektive Arabiens sieht und das auch aus verschiedenen Perspektiven Arabiens.
Fabiens. Und dann erst kann man fündig werden, auch wie die Zusammenhänge sind. Und wenn man dann sieht, dass jetzt Syrien einer der wichtigsten Knotenpunkte ist, wo beispielsweise die Wasserwege der Seidenstraße, die gibt es ja trotz alledem immer noch für die Waren, die dann übers Mittelmeer hingehen, bis nachher nach Europa und so weiter, dass Syrien einer der zentralen Knotenpunkte ist. Und der ist jetzt freigegeben worden von den USA. Und jetzt merken die auch mittlerweile, dass sie nichts mehr dagegen tun können. Und diese Eurasische Platte momentan ein gigantisches Machtbeben ausgelöst hat. Und deshalb jetzt auch Biden mehr oder weniger in so letzter Konsequenz seine ganzen Truppen mehr oder weniger zurückziehen musste. Das ist ja ein Durchwurstelpragmatismus par excellence, was da abläuft. Und Donald Trump wollte ja im Vorfeld auch schon geordnet abziehen. Das hat Biden noch ungeordnet geschafft. Also das ist natürlich jetzt schon es ist ja wirklich ein wirkliches Spiel der Schildbürger, die da ablaufen, wenn es nicht so ernst wäre und so viele Menschen darunter leiden müssten. Das ist ja natürlich gar keine Frage. Aber unterm Strich gesehen stehen wir vor einer völligen Umstrukturierung. Und ich glaube auch, dass Europa und Russland und China, ich meine, es macht ja auch nur Sinn, wenn wir in Europa sind. Ich bin ja hier in Kanada, ich bin ja auf der anderen Seite wohl auch noch, aber ich fühle mich natürlich jetzt europäisch, wenn ich das sage, dass dort natürlich mit dem direkten Nachbarn Russland natürlich auch versucht wird, ein freundschaftliches Verhältnis zu haben. Ist doch ganz logisch. Und wir sehen das an dieser Doppelmoral, das ist so dieses hilflose Bashen jetzt gegen Lukaschenko in Weißrussland, wo es heißt, er setzt jetzt die Menschen als Waffe ein, sprechen heute von einer Migrationswaffe. 2015 hätte ich mir gewünscht, dass so etwas irgendwann mal gekommen wäre, aber da waren es ja die Richtigen, die es gemacht haben und da war ja Frau Merkel noch mehr oder weniger relativ stark verbunden mit den Schleusern, die das da mehr oder weniger in Gang gesetzt haben. Diese andere Form dieser Evakuierung, sage ich mal, Syriens und den Transport der Menschen dann im Prinzip nach Europa. Und das ist diese Doppelmoral und ich glaube, immer mehr Menschen erkennen langsam, wie die Zusammenhänge sind, dass die Rüstungsindustrie und auch die Flüchtlingsindustrie dieselben Aktionäre sind, die dahinter stehen. Ja, mein lieber Andreas, wenn ich zur Uhr gucke, es ist immer, wie immer, viel zu wenig Zeit, wenn wir beide ins Diskutieren kommen. Ich würde den Zuschauern aber empfehlen, dass sie eben in der Wissensmanufaktur oder bei www.hamabrief.de einfach mal reinschauen, sich dort die zusätzlichen Informationen einfach mal besorgen. Was würdest du aber, um das vielleicht nochmal abzuschließen, den Menschen gerne noch mitgeben zum Schluss, als Botschaft, außer sich eben zu bilden bei die Wissensmanufaktur oder hamabrief.de, was sie machen können, um in dieser doch ja jetzt sehr, sehr interessanten Zeit nicht ganz zu den Verlierern zu gehören? Ja, also wir müssen vor allem wieder zu uns selbst finden. Die Stabilität haben, sich mit dem Boden zu verbinden und mit dem Licht auszurichten. Das klingt jetzt irgendwie so komisch esoterisch und viele sagen immer, oh, jetzt fängt er wieder damit an. Aber das ist wichtig. Ich bin sehr im Gottvertrauen, das meine ich ernst. Und als die Erde geschaffen war, da kam der Mensch erst dazu. Es war nicht erst der Mensch da, der die Erde geschaffen hat, sondern erst war die Erde da und dann kam irgendwann der Mensch. Wenn wir das wieder erkennen, dann kommen wir in eine gewisse Form der Demut und begreifen dann auch, dass es darum geht, diese Erde nachhaltig zu behandeln, langfristig auch für die noch nicht einmal gezeugten Nachkommen. Und genau diejenigen, die uns heute erklären, dass alles, was in den Rahmen dieser industriellen Revolution falsch gelaufen sind, das sind die größten Nutznießer übrigens dieser industriellen Revolution gewesen, die uns erklären, das war alles falsch und wir holen euch da wieder raus. Das glaube ich den ganzen Tag nicht. Und wer diese Zusammenhänge begreift und dann wieder in diese Sicherheit reinkommt und wissen, alles, was jetzt läuft, ist besser als vor 2 Jahren. Denn wir werden jetzt gezwungen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Vor 2 Jahren konnte man sich so durchwursteln und das geht jetzt nicht mehr. Jeder ist gefordert, die Realitäten zu erkennen und für sich so zu erforschen, wie es seinem Menschen, seinen Eigenschaften entspricht. Und darauf baue ich. Und wer das tut, also auf Telegram, auf den Kanal Eva Herrmann offiziell, gehen wir permanent darauf ein. Und es gibt für mich einen großen Autoren eines Buches, das heißt Im Lichte der Wahrheit von Abdruschin. Und dort wird die Schöpfungsarchitektur in einer Klarheit beschrieben, aus der man alle wissenschaftlichen Zusammenhänge und die geistigen Zusammenhänge gleichermaßen ableiten kann. Und wenn wir Geist und Verstand
gleichermaßen wieder lernen, zu nutzen und nicht nur den überzüchteten Verstand und den Geist rauslassen. Zu dem Geist gehört auch das Gewissen. Wenn wir das Gewissen außen vor lassen und alles nur machen, was der Verstand hergibt, dann werden wir weiter auf diesem Irrweg unterwegs sein. Und da liegt aus meiner Sicht die ganz klare Ursache. Deshalb bin ich guter Dinge, denn ich glaube, dass das, was vor uns liegt, eindeutig ein Licht ist am Horizont. Auf das können wir uns konzentrieren und es wird gut. Aber es hängt definitiv von jedem Einzelnen selbst ab. Aber dazu kann man sich dann informieren, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ja, lieber Andreas, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, investieren Sie in sich, investieren Sie in Ihr Wissen. Ganz herzlichen Dank, dies war ein Auftakt, ich denke, für weitere Themen. Informieren Sie sich, die Wissensmanufaktur, www.hammerbrief.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Lieber Eike, es war mir wie immer ein Vergnügen, dass wir miteinander geredet haben, aber wir machen es ja auch so, oft auch ohne Kamera, genau genommen eigentlich immer. In diesem Sinne, alles Liebe nach Deutschland von hier aus. Alles Liebe nach Kanada. Ganz lieben Dank.